wir so im Sortiment haben, das sind natürlich die, unter anderem jetzt zum Winter wieder die schönen Mäntel. Unsere neue Kollektion haben wir auch dabei. Mäntel, die Sie wahrscheinlich noch nicht auf und gesehen haben, die ich Ihnen jetzt aber gleich vorführen werde. Und noch einmal ein paar T-Shirts und ganz besonders unsere Pullis, die dieses Jahr auch mit dabei sind. Aber da werde ich gleich einfach ein bisschen was zu sagen, wenn ich Ihnen die Hunde vorstelle. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich drehen soll, weil sie alle um mich herum stehen. Schön, dass du das gleiche Problem hast wie ich. Ja, wo auch immer du schon wieder bist. Ah, da. Super Tarnfarbe, das passt so. Ja, also ich denke, wir legen auch schon los, ne? Und fangen mal am besten an mit denen. Also ich habe wirklich heute jede Größe mitgebracht, damit Sie auch sehen, es gibt nicht nur Mäntelchen für die ganz kleinen Chihuahuas, sondern auch für die ganz großen Dogs. Also magst du einmal zu mir nach vorne kommen? Wen hast du uns hier mitgebracht? Wie heißt dein Hund? Manfred. Ist eine Dogge, ne? Eine Deutsche. Und wie alt ist er? 11 Monate. 11 Monate, also auch junge Hunde sind schon als Model unterwegs hier bei uns. Du darfst gerne einmal eine Runde fürs Publikum gehen. Pino. Pino ist wie alt? 2 Jahre. Und was für eine Rasse? Yorkshire. Magst du mit dem kleinen Pino mal eine Runde gehen? Wir sind natürlich hier alle total aufgeregt. Das heißt, sie bewegen sich oder ja, machen nicht immer alles das, was man dazu sagt. Nicht nur das, einige Mäntel wurden hier sogar schon erworben, wie Sie hier sehen. Das heißt, es ist eigentlich auch großes Interesse vorhanden. Gut, das war jetzt zum Beispiel hier einmal der X-Tradal. Das ist ein ganz neuer Mantel, der ist letztes Mal im Winter gerade rausgekommen. Hier gibt es auch nochmal einen Kontroll, den haben wir für Sie auch gleich nochmal. Beispiel der Gegenwart, den wir hier bei der Deutschen.